Oh, ich kotz gleich, ey. Ach du Scheiße. Wir brauchen einen Arzt. Ey, die Geschichte habe ich wirklich noch nie erzählt, ne? Wir sind zu Hause. Ja, Mann. Meine lieben Freunde der guten Unterhaltung, herzlich willkommen hier in der SWR Schlagersuite. Heute spiele ich mit einem hervorragenden Kandidaten um echtes Geld, welches er am Ende der Sendung einem Promi seiner Wahl spenden darf. Es warten lustige Spiele und sehr unterhaltsame Talks auf uns. Ich sage nur so viel. Er ist Sänger, er ist Entertainer und YouTuber, ein richtiges Allround-Talent. Und jetzt begrüße ich Leon Mascher. Was geht ab, Alter? Ich komme direkt aus der Copacabana hier, ey. Leon Mascher, der einzig wahre. Fresh. Herzlich willkommen. Schön, dass du... Boah, was hast du hier, einen Vogel auf deiner Schulter? Ja, es ist Freddy, aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, André kommt mit Blumen, ich komme mit einer Palme. Du hast eine Palme. Ein kleines gemacht. Geschenk für dich. Ich flipp aus, danke schön. Setz dich in den Platz, hier ist mein Platz, du kannst da drüben sitzen, okay, super. Wenn du willst. Ja, machen wir, kriegen wir hin. Ey, Freddy, wie geht's? Ja. Entspannt soweit. Entspannt? Ja, ja. Bist du aufgeregt? Komm, sei ehrlich, du bist voll nervös. Ey, ein bisschen Eierflattern ja, hab ich schon. Ich sag dir das. Wir werden heute lustige Spiele spielen. Wir werden auch viel quatschen und über dich erfahren. Und bevor es losgeht, gucken wir uns aber erstmal an, wer ist eigentlich Leon Mascher? Der im Kosovo geborene Rustem Ramay, bekannt unter dem Namen Leon Mascher, rappt und prankt sich seit nunmehr 10 Jahren durch die sozialen Medien und ist damit äußerst erfolgreich. So schaffte er es 2017, dass sein Longplayer Fame bei Amazon als das schlechteste Rap-Album aller Zeiten bewertet wurde, was aber nach dem Motto Bad Promotion is also Promotion eher für gute Verkaufszahlen sorgte. Gleiches gilt wohl auch für mehrere Strafbefehle, die ihm hin und wieder ins Haus flatterten. Okay, kann ja mal passieren, wenn man mit Blaulicht und Martinshorn durch Hamburg fährt und die Passanten auffordert, sich auszuziehen oder Polizisten konsequent duzt. Dabei sind das doch auch nur Menschen. Da Mascher aber mittlerweile auch auf die 30 zugeht und man dann ja bekanntermaßen ruhiger wird, versorgt er seine über 500.000 Instagram- und 2,4 Millionen YouTube-Follower in letzter Zeit lieber mit Challenges, statt sich mit der Staatsmacht anzulegen. Das geht ja sonst mit der Zeit auch ziemlich ans Portemonnaie. Wir haben gesehen, du bist im Kosovo geboren. Guck mal, da habe ich wieder was Neues über dich erfahren. Warum? Wusstest du das nicht? Na, wie bist du denn zu dem Künstlernamen dann Leon Mascher gekommen? Boah, ich war da, also damals habe ich mal so ein, wie nennt man die Leute, die für die Bildzeitung so Schlagwörter raussuchen und so, ne, habe ich damals mal beauftragt, weil ich halt einen Künstlernamen gebraucht habe, habe ich gesagt, yo, ich brauche einen Künstlernamen. Da meinte er, gib mal ein paar Vorlagen. Da habe ich gesagt, ey, ich finde Leonardo DiCaprio so ganz schön, den Namen. Ne? Okay. So, Tom Cruise, das harmoniert gut. Und dann hat er gesagt, ja, ich schlag dir mal ein paar Namen vor. Und dann hat er mir mehrere Namen vorgeschlagen. Habe ich gesagt, nicht schlecht, aber das sind nicht die Namen, die ich brauche, so als Künstlername. Ne? Und ey, die Geschichte habe ich wirklich noch nie erzählt. Ne? Und dann habe ich irgendwann eines Tages, bin ich abends nach Hause gekommen, habe ich gesehen, Goldener Kompass, die RTL oder Pro7. Ne? Mhm. Und dann ist der Typ so ans Telefon gegangen. Er hat gesagt, Mascher. Und dann dachte ich so, Alter. Das bin ich. In diesem Moment bin ich so reingekommen und habe gehört, Mascher. Dann dachte ich, Leon Mascher. Passt auf jeden Fall zu dir. Also ich finde den Namen gut. Kann man sich leicht merken. Man bringt ihn auf jeden Fall mit Erfolg in Verbindung, wo wir auch schon beim nächsten Thema sind. 10 Jahre. Mit der Polizei da auch, ne? Ja, ich habe es gerade gesehen. War das echt? Ja, hier und da mal, Hier und da mal echt? Ja, hier und da mal. 10 Jahre machst du das Ganze jetzt schon. Was würdest du sagen, ist dein Erfolgsrezept für YouTuber? Also um als YouTuber erfolgreich zu sein, was muss man da mitbringen? Einen dicken Kopf auf jeden Fall. Mit dem Kopf durch die Wand, einfach Gas geben, Feuer unter den Hintern. Und ja, also ich war ja damals mal auch als Tellerwäscher aktiv, ne? Mhm. Und das, was ich auch in der Küche gemacht habe, mache ich mäßig auch auf YouTube. Ja. Punkt aus. Aber auch musikalisch bist du ja sehr erfolgreich. Wo siehst du dich da eher? Willst du in die musikalische Richtung noch weitergehen? Als Musiker neue Musik machen? Ich meine, Copacabana ist ein Überhit geworden. Jeder kennt das Lied in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Klicks hat es auf YouTube im Moment? Boah, 100 Millionen hat das jetzt, glaube ich, geknackt. Sind ja schon 100 Millionen, ja. Also siehst du dich musikalisch auch weiter? Willst du noch weiter Musik machen? Wer hätte das gedacht, ey? Das ist krass, Millionen. Ne? Ja, das ist Wahnsinn. Aber man ahnt es ja vorher nicht, oder? Oder hast du das Lied rausgebracht und gedacht, das wird ein Hit? Niemals. Nee, man bringt das es raus. Du nicht, das kannst du nicht wissen, weil am Ende, ich habe ja schon lange Musik gemacht, wie du schon gehört hast, Alter, für Misserfolg war ich da, Alter. Ich habe den größten Shitstorm für meine Musik kassiert. Aber so mehr fängt Dislike jeder an. Als Likes. Ja. Und irgendwann kam dann dieser eine Punkt, wo man dann gesagt hat, ich gebe nicht auf, ich mache weiter. Und dann kam halt dieser Wendepunkt, wo ich dann halt allen Leuten und vor allen Dingen mir gezeigt habe, okay, vor allen Dingen bei Copacabana war noch das Ding, ich habe mir gesagt, wo ich das dann fertig gehört habe, aufgenommen, produziert, habe ich gesagt, Alter, wenn das nicht klappt, dann liegt es wirklich an mir,
so, dann muss ich eigentlich aufhören mit Musik. Ja. Wenn das nicht klappt, weil das ist so ein guter Song. Ist auch mega. Wirklich. Sehr, sehr gut. Pass auf, wir werden später noch ordentlich was über dich erfahren und weiterreden. Aber wir haben ja heute auch noch ein paar Spiele zu spielen. Ne? Kannst heute echt, Geld, ne, verdienen. Also, und das kannst du am Ende der Sendung nachher an einen Promi, also, deiner Wahl du spenden. Cash, da bin ich immer dabei. Ja, aber du musst es spenden. Aber das darfst du dir noch in Ruhe überlegen, an wen. Irgendein Promi deiner Wahl. Ach. Aber vorher spielen wir das erste Spiel und das ist das Schlagerkarussell. Wichtigste Frage vor diesem Spiel: Hörst du Schlager? Ganz ehrlich. Ja. Deutsche Musik, traditionell, Schlager, bisschen Disco Fox. Nein. 0,0? Gar nicht. Das wird lustig jetzt. Bisschen holländische Musik auf Deutsch, aber. Nee, doch, holländische Musik, aber so. Holländisch, ja, ist ja fast deutscher Schlager. Pass auf, ich habe 10 Fragen für dich vorbereitet. Du hast für jede Frage 5 Sekunden Zeit zu antworten. Die Fragen sind alle aus dem Bereich Schlager. Warte mal, bevor die Fragen losgehen, erstmal. Mein lieber Scholli, du siehst heute mal echt bezaubernd aus. Oh, ein Kompliment von Leon. Läufst du jeden Tag so rum? Ja. Also. Morgens aufstehen und. Danke schön. Kommt in meinen Kalender dieser Tag. Frisch. Jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht. 10 Fragen habe ich für dich und für jede richtig beantwortete Frage bekommst du 10 Punkte. Für jede falsch beantwortete Frage dreht sich dein Karussell ein bisschen schneller. Okay. Das fängt sich jetzt gleich schon an zu drehen. Ich hasse das sowas. Wird lustig. Also ich bin bereit, wenn du es bist. Gar keinen Bock drauf. Ey, ich hasse so Achterbahnen. Wir tun jetzt so. Was für deine Allgemeinbildung. Wir fangen an. Frage Nummer 1. Wer produzierte das Album Schwerelos von Andrea Berg? Boah, wer ist Andrea Berg, Mann? Dieter Bohlen! Dieter Bohlen ist Andrea Berg. Okay, nächste Frage. Aber welche warum Sängerin? Sagst du Dieter Bohlen? Ich sag, wer ist Andrea Berg? Du sagst wer Dieter ist Dieter Berg? Welche Sängerin hatte ihren Durchbruch mit dem Chartstürmer, die immer lacht? Komm, die ist die eine, die immer lacht. Die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht. Kerstin Ott wäre die richtige Antwort gewesen. Ein Traumpaar, wie es kein anderes gab. Wann gaben Helene Fischer und Florian Silbereisen die Trennung bekannt? Komm, rate. 1977. 1977. Willst du mich verarschen? Ah, Helene fuck, Digga. Fischer. Ey, fuck, jetzt hab ich verkackt. 2018. Ich hab das Ding verwechselt, Alter. Ich bin gut. Jetzt haben wir komplett verkackt, Mann. Die nächste ist für dich. Pass auf. Fuck. Aus welchem Jahr ist der Hit Über sieben Brücken musst du gehen von Peter Maffay? Kennst du den Song? Über sieben Brücken musst du gehen. 1980. 78, aber du warst 78, da dran. Das war schon ganz gut. Pass auf. Ey, hau mich aus dem Weg. Ich hab keine Ahnung von Schlager, Mann. Welche Popband hatte Mitte der 80er... Hier und das geht immer schneller, hört auf damit. Hatte Mitte 80er einen Schlagerhit, der genauso wie der Bandname lautete? Wer? Ich höre nichts. Genghis Khan! Jingle Bells? Du hast es gleich geschafft. Welche Band verließ Stefan Zauner 2011, obwohl er sie selbst gegründet hat? Welche Band? Toten Hosen oder so? Die Münchner Freiheit. Münchner Freiheit wäre es gewesen. Oh. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Wer sang diesen Schlager- und Sommerhit? Komm, Digga. Ecke Hüftgold? Ja. Rudi Carrell. Ich kenne die nicht. Udo Jürgens singt, ich war noch niemals in New York. Ich kenne Bushido, aber ich kenne nicht Rudi Carrell, verdammt nochmal. Stellt mir jetzt mal Rap-Fragen hier. Udo Jürgens singt, ich war noch niemals in New York. Ey, hört mal auf, so schnell zu drehen. Ich habe doch gerade was richtig gehabt, oder? Wie riecht es laut dem Gassenhauer im neonhellen Treppenhaus? Und was ist jetzt die Frage? Wie riecht es in diesem Treppenhaus? Nach Pekel? Nach Bonawachs und Spießigkeit. Welcher Interpret sang 1995 über einen erblindeten Jungen, welcher wegen seiner Krankheit keine Freunde hatte und vor sich hin sang? Oh, ich kotz gleich, ey. Ach du Scheiße. Ach. Komm, drei. Lena Valaitis wäre die richtige Antwort gewesen. Oh. Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Mach schnell, bitte, ich komm. Wann wurde der Bierkönig eröffnet? 2001. 1900. Wir brauchen einen Arzt. Uff. Bist du okay? Ah, passt. Brauchst du meine Hand? Ey, wer hat sich diese scheiß Idee hier ausgedacht? 1988, oh, musst du dir merken, Bierkönig-Eröffnung. Das waren sage und schreibe 0 Punkte für dich. Also gut. Fast. Herzlichen Glückwunsch zu 0 Punkten. Wir gucken mal, was das nächste Spiel kann, okay? Das wird besser. Bei unserem nächsten Spiel
geht es darum, wie gut du Passanten einschätzen kannst. Wir haben unseren hochqualifizierten und ultraseriösen Außenreporter Icke Hüftgold auf die Straße geschickt. Sixpack Matthias! Geil. Er hat unseren Passanten ein paar Fragen gestellt. Und du musst nicht die richtige Antwort auf die Frage geben, sondern du musst einschätzen, was du denkst, hat der Passant geantwortet. Ah, okay. Sind das wie viele Fragen? Das sind drei Fragen. Du hast aber immer auch vier Antwortmöglichkeiten, die ich dir vorgebe, aus denen du auswählen kannst, okay? Wir gucken uns jetzt mal den ersten Film an und dann ist das gleich selbsterklärend. Marianne Rosenberg sang den Hit Er gehört zu mir. Wie lautet der zweite Satz des Refrains? Wie mein Lieblingskuscheltier? Wie mein Name an der Tür? Wie ein kaltes Dosenbier? Oder er hält mich warm, wenn ich erfriere? Das weiß ich. Die richtige Antwort wäre natürlich gewesen, wie mein Name an der Tür. Das wissen wir beide, ne? Ja, klar. Ja, sicher. Er gehört zu mir. Oder doch Dosenbier. Na, ich würde jetzt sagen Dosenbier. Was denkst du, hat er gesagt? Lippen, der träumt natürlich jetzt gerade für ein blondes Kühles so. Und, du sagst, ja, er sagt Dosenbier. Sag Dosenbier oder an der Tür. Dosenbier. Er sagt Dosenbier. Ich sag Dosenbier. Mein Name an der Tür. Nein. Alter, du bist eine geborene Rampensau. Das ist die Generation. Scheiße. Wie mein Name an der Tür. Der kennt das Lied natürlich. Ja, scheiße. Bist du ein bisschen zu jung dafür? Wie alt bist du überhaupt? 19. Ja. Ey, du hast noch eine zweite Chance, du hast auch noch eine dritte Chance. Aber ich will dich nur mal kurz auf dem Laufenden halten, du hast immer noch 0 Punkte. Scheiße. Ich muss cash. Aber wir gucken jetzt mal die zweite Frage an. Let's go. 17 Jahre blondes Haar. War ein Hit von Udo Jürgens. Er beschreibt die Liebe zu einer jungen Frau. Doch was viele nicht wussten, welche Haarfarbe hatte die besungene junge Dame? Welche Haarfarbe hatte die junge Dame? A. Schwarz. B. Blond. C. Rot. D. Grau. Wir beide wissen ja wohl die richtige Antwort, ne? Wie hieß der Song nochmal? 17 Jahre. Blondes Haar? Blondes Haar ist richtig, aber was denkst du, sagt sie? Ich sage... 3, 2... Schwarzes Haar? 1. Sie sagt schwarzes Haar, okay, mal gucken. Ich würde sagen blond. Blond. Eine Chance hast du noch. Blond ist eingeloggt. Nein! Scheiße. Blondes Haar. Tja, das war wieder richtig von ihr und falsch von dir. Du hast jetzt eine Chance noch in diesem Spiel. Ich bitte dich, ja. Wir haben zwar noch ein Spiel, aber in diesem Spiel jetzt die letzte Runde. Wir gucken uns jetzt den letzten Film an. Icke Hüftgolds größter Hit handelt neben wundervollen weiblichen Rundungen über ein in Deutschland sehr beliebtes Gericht. Es kamen aber auch Körperteile in diesem Song vor. Welche Körperteile besang Icke Hüftgold in seinem berühmtesten Song? Über ein Gericht und Körperteile. Ich wette meinen Arsch drauf. Aber ich habe dir noch nicht die Antwortmöglichkeiten. Also über irgendwelche Körperteile geht das Lied. Entweder über A, sagt er Beine, B, Arme, C, Brüste oder D, Augen. Erstmal, was ist richtig? Dicke Titten, Kartoffelsalat. Ah, also meinst du die Brüste? Ja, nun mal, ey, ich wette meinen Arsch drauf. Junge Sprossen hier gehen mal hier zum Megapark und dann hören die den Song. Dicke Titten, Kartoffelsalat. Ich wette meinen Arsch drauf. Dass die auch Brüste sagen. Ein Punkt. Jetzt wenigstens einen Punkt habe ich. Let's Komm. Go. Let's go, guys. Ihr kennt Icke Hüftgold, aber ihr wisst nicht, was für Körperteile er besingt. Was sind denn deine Lieblingskörperteile? 1000 Körperteile. Welches soll ich jetzt sagen? Ja, dann nimm doch mal welche. Ja, keine Ahnung. Das ist eine schwere Frage, muss ich sagen. Jetzt rat mal irgendwelche Körperteile. Komm. Arme. Ole, 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 dicke Arme, Kartoffelsalat. Richtig, dankeschön. Alter, das war dümmer, als ich gedacht habe. Das war euer SWR-Dummschlager für heute. Hatte gesagt Arme? Dicke Arme, Kartoffelsalat. Ey, will der mich verarschen? Mein Punkt, ey. Das war dein Punkt. Ey, ich hätte das... Das kenne ich. Ganz ehrlich, ich habe auch gedacht, die wissen das. Alter, ich glaub's nicht. Was macht ihr mit mir? Wir haben noch ein bisschen Chance. Wie geht's deinem Kollegen auf der Schulter eigentlich? Ja, Freddy, ey. Hält er noch durch? Freddy, ey, der kann doch auch nichts für. Komm, wir machen noch eine Runde. Eine Runde sprechen wir jetzt erstmal. Kannst dich noch ein bisschen erholen, okay? Worauf fokussierst du dich denn am meisten so in der Zukunft? Auf deine YouTuber-Karriere, Instagram, also Social-Media-Bereich oder Musikkarriere oder halt auch im Fernsehen? Oder willst du auch mal was Schauspielerisches machen, nochmal irgendwas Neues ausprobieren? Privatleben einfach, ne, viel und was wichtig ist, natürlich auch Social Media, ja. YouTube, Musik, das sind so Sachen, ey, Auftritte, auch wenn Corona vorbei ist, jetzt der ganze Kram, ja. Freue ich mich mega, dass man endlich mal wieder Auftritte machen kann. Kommst du wieder zu uns nach Mallorca? Ey, bleibst safe, du Mallorca Digga, treu? Megapark, hier Stempel und Siegel, Mann. Sehr gut. Ha, das haben wir auf Band. So, lange genug durchgeatmet, bist du bereit für unser nächstes Spiel? Du darfst sogar gegen mich spielen. Entweder ich bekomme Punkte oder du.
Ja, okay. Das wird lustig. Letzte Chance, Punkte zu kriegen. Wie gut kennst du dich aus in der Promi-Welt? Erkennst du einen Schlagerstar, wenn er dir auf der Straße entgegenläuft? Andrea Berg, Helene Fischer. Helene Würdest Fischer, du sagen, ey, hab ich schon mal gesehen? Fischer, oder? Safe. Helene Fischer, safe. Wir werden jetzt hier gleich Fotos sehen von Promis. Aus dem Schlagerbereich, okay. Wahrscheinlich. Und es gibt drei Bilder und die lösen sich so ganz aber langsam Frage, auf. Aber eine Frage, gehört Dieter Bohlen eigentlich auch im Schlager? Also ist er ein Schlagerkünstler? Er ist der Pop-Titan, ein Schlagerproduzent. Aber ja. Hat ja auch gesungen. Sherry, Sherry, ja, ja, ja. Also kann auch sein, dass Dieter Bohlen dahinter steckt. Es kommen jetzt Fotos, die lösen sich langsam auf und wir beide müssen erraten, wer dahinter steckt. Und okay. Wenn du richtig hast, bekommst du die Punkte. Wenn ich richtig und zuerst okay, errate, okay, bekomme okay, ich die das, Punkte. Das kriegen wir hin, glaube ich. Du hast jetzt die Chance, noch mal ein paar Punkte zu sammeln. Aktuell ja. Hast du null, nur noch mal für dich zur Erinnerung. Und wir gucken uns jetzt mal das erste Bild an. Concentration. Wer ist das? Hä? Wer ist das? Warte mal. Nee. Oh. Almklausi? Ey! Ach so, scheiße. Ja, du hast recht. Mama Lauda. Nein, das ist nicht Mama Lauda. Natürlich. Doch. Ich dachte gerade, das wäre, wie heißt denn der? Lorenz Büffel, Digga. Nein, Mann, das ist hier ein Klausi. Du hast recht. Alter. Das sind deine ersten Punkte. Oh mein Gott, das ist geil, Alter. 10 Punkte für dich. Ein Klausi. Wie Geld kriege ich jetzt? Hast du ihn schon mal getroffen? 10. Hast du ihn getroffen? Ja, ja, geiler Typ. Mal gucken, wie das nächste Foto wird. Oh mein Gott, erster Punkt. Warte mal. Ross Anthony? Axel Fischer. Traum von Amsterdam, der die Hoffnung nahm. Amsterdam? Das ist Ross Anthony, was für Axel Fischer? Das ist Axel Fischer, aber könnte der Bruder sein, hast du recht. Nein, warte mal, jetzt ehrlich, ist das Axel Fischer? Axel Fischer. Ach du Scheiße, Mann. Traum von Amsterdam. Aber das Lied, das kennst du. Sieht Ross Anthony so aus? Ja, ein bisschen. Aber schon, ne? Aber du kennst Amsterdam, das Lied. Nein. Kenn ich nicht. Amsterdam kenne ich, aber das Lied nicht. Wirklich nicht? Nein, kenne ich Traum von Amsterdam. Kenn ich nicht. Ich bin raus aus dem Schlagerszene. Ich muss mir dich mal schnappen und einfach mal über die Reeperbahn laufen oder sowas. Oh mein Gott. Und dann gehen wir mal schön hier in die ganzen Schlagerläden rein. Also eine, aber wirklich die letzte Chance hast du jetzt. Aber ratest du auch mit, ne? Ich rate mit. Okay. Ich hatte ja gerade die richtige Antwort. Ja, Captain Jack oder so? Das ist hier unsere Partymusik von Captain Jack. Ja, aber das ist kein Schlager. Kann sich trotzdem freuen. Ja, okay. 20 Punkte, mein Lieber, hast du in der gesamten Sendung heute gespielt. Das ist nicht schlecht. Warte mal, 20 oder 2? Nein, 20. Und 20 Euro sind das. Ach und so. Du musst mir jetzt erstmal sagen, an wen du das Geld eigentlich spenden möchtest. Und warum? Hast du an meinen Freund Pietro Lombardi. Ein bisschen Tankgeld, weißt du? 20 Euro. Zum Tanken? Ja, Tankgeld. 20 Euro. Was hätte für eine Karre? Porsche, glaube ich. Nicht sonst. Also ist, glaube ich, in 20 Minuten weg. Also 20 Euro gehen an Pietro Lombardi an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch an Pietro, herzlichen Glückwunsch an dich. Und jetzt kommen wir zum großen Finale. Du darfst jetzt hier noch mal eine Performance hinlegen. Wir haben jetzt hier ein Glücksrad, was sich dreht. Und du darfst den Buzzer betätigen. Und dann wird ein Song ausgewählt, den du dann hier Karaoke alles, singen ist darfst. Alles Schlager. Na, natürlich, bist du in der Schlagersuite. Mallorca und Schlager. Ich kenne diese ganzen Schlagersongs Doch, nicht. Doch, da ist auch Hey Baby von DJ Ötzi und... Oh Mann, ey, was macht ihr nur mit mir? Ich kenne die alle nicht. Ihr seid zu Hause. DJ Düse, kennst du? Nein. DJ Düse, ihr seid zu Hause. Das ist jetzt deine große Aufgabe, das Lied zu performen. Mach Freestyle. Ich helfe dir. Das wird lustig. Echt jetzt? Ja, du darfst dich jetzt... Guck mal hier, ich habe dir extra eine Bühne vorbereitet. Ah, ja, ja, ja. Ja, 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 das wird gut. Ihr seid zu Hause von DJ Düse. Ey, du musst mir helfen, ich kann es nicht. Perform ey, bitte, von Mr. Leon Mascher. Ja, ich helfe dir ein bisschen. Schöne Grüße an, wie heißt der nochmal? DJ Düse. DJ Düse. In the house. Schöne Grüße in the house, du weißt Bescheid. Geht es lauter? Lauter ein bisschen. Ich helfe dir. Oh, oh. Ich kann das auch nicht. Das ist dein Part. Es gibt nichts, was uns gefällt wie du. Mach die Augen einfach zu. Lebe alles, was zählt. Du bist das geilste Ohr der du Welt. Du machst es mega! Scheiße, Digga. Du musst es fühlen. Zu Hause. Wo sind meine Schlager, Leute? Oh. Ach so, zu Hause. Wir sind zu Hause. Ja, Mann. Ihr seid zu Hause. Und wir
wir feiern dieses Lied einfach ohne Pause. Meine lieben Partyfreunde, das war die Sendung von heute mit Leon Mascher. Wir haben Spaß, er macht das so toll. Und wenn ihr auch kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert am besten direkt den abonniert am besten direkt den Kanal vom SWR Schlager hier auf YouTube und auf Instagram. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!